Hi Leute und ganz herzlich willkommen zur DM vs. Rossmann Hall Challenge. Vermutlich habt ihr noch nicht wirklich was davon gehört. Zumindest würde es mich wundern, wenn ihr schon mal was davon gehört hättet. Mir ist nämlich die Idee, dieses Video zu drehen, ziemlich spontan gekommen, nämlich gestern Nacht, als ich mal wieder nicht einschlafen konnte. Ich erkläre euch einfach mal kurz die Regeln. Es gibt 5 Aufgaben, die man sozusagen lösen muss. Und man vergleicht jeweils aus diesen 5 Kategorien 2 Produkte, nämlich eines von der Eigenmarke von DM und eines von der Eigenmarke von Rossmann. Und dann vergibt man einfach je nach Kategorie immer einen Punkt an den Gewinner, also an das Produkt, das man lieber mag. Und am Ende schaut man einfach, wer gewonnen hat. Fangen wir an mit Aufgabe Nummer 1 und die lautet, dass man 2 Produkte vergleichen soll, die so typische Abendroutine-Produkte sind. Und ich habe mich da für 2 Hautcremes entschieden, beide für empfindliche Haut. Und die eine kommt von Isana und die andere von Balea. Und ich habe die von Balea schon längere Zeit lang benutzt und mochte die eigentlich ganz gerne. Die ist so mit Kirschduft und so und es ist eine ziemlich leichte Creme, würde ich sagen, die man auch gut unter Make-up tragen kann. Aber die von Isana, die finde ich tatsächlich jetzt noch besser. Und zwar liegt das daran, dass ich das Gefühl habe, dass diese Creme besser in meine Haut einzieht. Also die von Balea, die muss ich ein bisschen länger einziehen lassen, damit ich sie unter dem Make-up wirklich so fettfrei sozusagen tragen kann, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich finde beide Cremes gut, aber hier geht mein Punkt auf jeden Fall an Isana, weil ich die Creme wirklich überraschend toll finde. Und ich würde sagen, wenn ihr so diese BB Yankerk Cremes sehr gerne mögt, die in diesem rosa Glaspöttchen, dann schaut euch die unbedingt mal an. Ich finde, das ist ein sehr, sehr guter Dupe. Kommen wir dann zur zweiten Aufgabe und die lautet, 2 Produkte zur perfekten Haarentfernung zu vergleichen. Und ich habe mich dafür so 2 Aftershave Cremes entschieden. Also es gibt von Balea auch noch dieses Aftershave Balsam, aber ich fand das Pinke hat dem Produkt von Isana noch ein bisschen mehr so geglichen und deswegen vergleiche ich jetzt einfach diese beiden Tuben. Also, preislich liegen die wirklich fast gleich. Die von Balea kostet 2,45 und die von Isana 2,49. Ich finde, die sind vom Auftragen her auch beide sehr angenehm. Allerdings ist mir aufgefallen, dass die von Balea noch ein bisschen reichhaltiger ist, ein bisschen fester, während die Creme von Isana ein bisschen gelartiger ist. Beide kühlen sehr schön auf der Haut und ich finde sie auch sehr, sehr angenehm nach der Rasur und so. Aber hier geht mein Punkt an Balea, weil ich einfach finde, dass die Creme nochmal ein bisschen mehr Pflege spendet und die brauche ich auf jeden Fall immer, nachdem ich meine Beine irgendwie rasiert oder epiliert oder was auch immer habe, weil sie dann immer sehr trocken sind und beansprucht und so. Deswegen ein Punkt an DM und es steht damit 1:1. Und ja, falls ihr euch das jetzt fragt, ich habe die Fragen extra so gelegt, damit es am Ende wirklich spannend mit der Punktezahl wird. Aufgabe Nummer 3, die lautet, dass man 2 Produkte vergleichen soll, die unverzichtbar für den Urlaub sind. Und das ist im Moment, glaube ich, etwas, worüber sich viele Leute so Gedanken machen. Und ich habe mich dafür das so ziemlich offensichtlichste entschieden, und zwar für Sonnencreme, aber nicht für diese ganz normalen, langweiligen sozusagen, sondern für die mit so tropischem Duft, mehr oder weniger. Also die von DM, von Sundance, von der Eigenmarke, die ist mit Kokosduft und die von Sun Ozon oder Ozon, keine Ahnung, auf jeden Fall von der Rossmann Eigenmarke, die ist mit tropischem Duft, die hat einen Lichtschutzfaktor von 30, also schon relativ hoch und die von DM einen von 20 und es gibt die Sonnencreme auch nur in dieser Ausführung. Für mich persönlich war dann außerdem auch noch ausschlaggebend der Duft und zwar finde ich den Kokosduft hier zwar ganz schön, aber auf Dauer gehen mir diese Kokosgerüche immer ein bisschen auf die Nerven und die Creme hier von Rossmann, die riecht einfach so lecker nach irgendwas Fruchtigem. Ich glaube nach Apfel, ich bin mir aber nicht ganz sicher, aber oh, ihr könnt ja mal dran riechen, das ist auch eine Limited Edition und ich finde die so, so toll. Und das Allerschönste daran ist, dass man halt nicht diesen Schmierfilm hat, sondern sie einfach so leicht ist, auch wenn es 30er Lichtschutzfaktor ist. Also 2:1 und Rossmann geht in Führung. Punkt Nummer 4 sind 2 Produkte, die einem Selbstbewusstsein geben und da habe ich irgendwie sofort an Mascara gedacht. Das ist so das Make-up-Produkt, das ich mittlerweile am liebsten trage, wenn ich nur ein einziges Produkt tragen dürfte. Hat das Sinn gemacht? Wisst ihr, was ich meine? Irgendwie habe ich die Produkte in diesem Video so gewählt, dass ich die echt alle irgendwie total gerne mag und empfehlen kann. Und so ist das auch wieder bei diesen beiden Mascaras. Die eine kommt von Rival de Loup Young und das ist die Superstar XXL Volume Mascara. Und dann die Beauty Insider Mascara von P2, die mir von sehr vielen von euch empfohlen worden ist. Und ich kann euch nur recht geben, die verlängert die Wimpern so schön und sie verklumpt einfach nie bei mir. Ich weiß nicht, ob es an dem Bürstchen liegt oder an der Formulierung,
aber sie macht einfach so diese schönen getrennten und langen geschwungenen Wimpern. Und dabei ist sie preislich echt richtig, richtig gut. Die Mascara von Rival de Lupiang ist auch super günstig. Die kostet auch unter 3 Euro. Aber wenn man sich da das Bürstchen halt von der Nähe anschaut, dann sieht man auch schon direkt, dass so die Formulierung ein bisschen klumpiger ist und die Wimpern dadurch auch voluminöser werden, aber halt auch nicht so schön getrennt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen persönlicher Geschmack, was man halt lieber mag. Aber ich benutze die von P2 einfach häufiger und mittlerweile auch einfach lieber. Deswegen geht da mein Punkt an DM, womit es zufälligerweise 2-2 steht. Und dann sind wir auch schon bei dem letzten Punkt angelangt. Und zwar lautet da die Aufgabe, zwei Produkte zu vergleichen, die so typische Frauen- bzw. Mädchenproblemprodukte sind. Und ich habe mir da gedacht, dass ich einfach mal Mikroslip-Einlagen von den beiden Eigenmarken vergleiche. Und die sind sich ziemlich ähnlich, die von DM und die von Rossmann. Also, wenn man mal die Form vergleicht. Das hier sind jetzt die von DM und das ist halt die von Rossmann. Also die Größe ist gleich, die sind beide total dünn. Was mich aber am Ende sehr überzeugt und was ich sehr praktisch finde, ist diese, ja, so Mitnehmverpackung oder Reiseverpackung, die es von DM gibt. Und ich habe bei Rossmann geschaut, bei mir bei Rossmann gab es die Mikroslip-Einlagen nicht so verpackt zum Mitnehmen. Und ich habe die so gerne einfach in der Handtasche, wenn ich verreise oder wenn ich weiß, ich habe irgendwie ein langes Wochenende vor mir oder so. Und das gibt einem einfach so ein schönes, frisches Gefühl. Deswegen hat DM am Ende 3-2 gewonnen. Aber wie gesagt, das ist halt einfach jetzt nur so meine Auswahl, wie ihr wisst. Ich habe einfach sehr viele DMs bei mir in der Umgebung, deswegen teste ich auch mehr Produkte von denen aus und so. Und das heißt absolut nicht, dass Rossmann jetzt irgendwie schlechter ist oder so. Und falls ihr auch noch Interesse habt, weitere Vergleichsvideos dieser Art zu sehen, das haben sich einige von meinen YouTube-Freundinnen entschieden, auch so ein Video heute hochzuladen. Und einige wollen es auch noch später drehen und die habe ich euch einfach alle in der Infobox verlinkt. Und außerdem verlinke ich euch jetzt die Mädels, die das Video heute schon gedreht haben, in der Endcard. Also schaut auf jeden Fall bei den Lieben vorbei, sie würden sich sehr freuen und ihr werdet dann auch noch ganz verschiedene andere Produkte sehen können im Vergleich, weil die Mädels garantiert nicht genau dieselben Produkte vergleichen wie ich, weil die Aufgaben ja so gestellt sind, dass man halt immer neue Produkte sehen soll. Hoffentlich klappt das auch. Ich wünsche euch einfach noch einen wunderschönen Tag. Macht es gut und bis zum nächsten Mal.